Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Luigi's Mansion 3. Und zwar seht ihr hier Auszüge aus unserem Livestream. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Ich bin schon sehr gespannt auf die Grafik und alles. Ja, die Grafik. Schau, das ist ich. Super Mario. Ja. Yahoo! Yahoo! Oh, egal, du schläfst wieder. Ja, ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet. Das ist aber süß. Oh. Nicht schon wieder ein Haus, das er geerbt hat. Du kennst die Geschichte nicht. Aber ich habe in einer anderen Folge von Luigi eine Sendung gehabt. Hä? Das sieht ja schon bei der Einfahrt besser aus als das andere. Yeah! Diesmal ziehen wenigstens alle ein. Oh yeah! Let's go! Mann, oh Mann, das sind viele Koffer. Bei Luigi's Mansion 1 suchen wir Mario, weil sie ihn gefangen halten. Mal schauen, um was es hier geht. Den Hund haben wir ja noch vom Einzelteil, glaube ich. Ich bin gespannt, wie das von innen aussieht. Wow! Wie ein Luxushotel. Der Wahoo ist saui. Oh! Oh! Oh yeah! Wow, was ist da los? Sieht echt toll aus. Here I go. Weiß man auch schon, warum die dort sind, oder? Nein, eigentlich noch gar nicht. So eine richtige Vorstory hat es da jetzt noch nicht gegeben. Nein. Aber das sind schon wir. Wir können nichts. Gehst uns mal zu den Barschen da in der Rezeption. Vielleicht kann der dir etwas sagen. Dieses Hotel ist riesig. Die Frauen musst du machen. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und auch so wunderschön eingerichtet. Wahrscheinlich hast du ungefähr ein Teil. Beautiful. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Ah, okay. Bye. Das war's jetzt, oder was? Oh mein Gott, ich kann vor allem nicht schneller rennen. Nein. Nee, nur am Anfang. Mm. Ja, ist schon wieder am besten. Ja, das bin typisch ich, oder? It's a me, viel Fraß. Okay, der redet gar nichts, das ist schön. Die Toads, was macht die? Die machen da einen Stapel herum. Ob Prinzessin Peach das ganze Zeug wirklich braucht, das sie gepackt hat? Ah, Luigi, was ist los? Oh nein! Er stinkt da drin fest. Steckt sich mit seiner Rübe. Jetzt wird es dann wieder schwierig, weil jetzt sind wieder 17 unterschiedliche Stimmen zum imitieren. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Ja. Thank you. Na, thank you. Suma. Tevi Tara. Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Ja, Ning is Noah.
redet so lustig. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Hallo Sandra Schun. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meine Einladung gefolgt seid. Ja, das Hochnäsige hast du drauf. Aber wie zur Hölle spricht man Barschen? Nein, Zoom. Tee, Marco. Gehen wir doch erstmal in die Zimmer. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein. Show, du das. Um das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Ja, das schaut wirklich einzigartig aus. Bei Vips gehört das selbstverständlich zum Service. Genauer gesagt bekommt Vips ein so erstklassiges Rundumpaket, das ihnen Hören und Sagen vergeht. Sehen. Mabel. Gehen wir. Let's go. Hi. Let's go. Das ist richtig geil. Da kommt schon wieder Stimmung auf. Fällt eigentlich überhaupt nicht auf, dass das Geister sind. Ich könnte das relativ gut verbergen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stockwerke das da gibt. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Tots haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer eingerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Oh shit. Warum glaube ich das auch? Bye. Okay. Bye. Bye. Night, night. Night, night. Ah. Wo der Schnauzer bleibt? Ja, habe ich keinen. Passt der Ton halbwegs so, wie er ist? Ja, unser Zimmer hier. Chicos. Ja, kann man lassen. Okay. Aha. Aha, bleibt das Gleiche. Schau, da können wir... Oh, jetzt habe ich den Blumenstrauß zerstört. Was soll die Scheiße? Ich glaube, du kannst aus dem Obstkorb was rausnehmen, oder? Nee. Nee? Nee. Oh, schade. Der kann ja nicht mal springen, oder? Das kommt erst. So Geschenke habe ich vorhin gesehen. Oh, Geschenke, das ist unser Koffer. Ich glaube, wir müssen mal auspacken. Wie wär's mit ausruhen? Hä? Nee, jetzt noch nicht. Echt? Alter, was ist das für ein Hotel? Da würde ich gleich wieder ausziehen. Ja, aber ich glaube, viel etwas anderes wird uns nicht überbleiben. Entweder der Koffer. Die Geschenke? Das ist die Schublade. Nee, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Oder kann man da mal einen Koffer machen? Nee. Ja, dann ruhen wir uns aus. Oh, sorry. War nicht meine Schuld. Reg dich hin! Ja. Ausruhen. Ja. Okay, ausruhen heißt also Koffer aus. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Das gehört zum Schreck weg. 0815. Ah, 0816 war es, glaube ich. Ja. 1516? Der heißt ja jetzt anders. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also das heißt nicht, Vorsicht ist besser als Nachsicht. So habt ihr wenigstens was zu lachen. Okay, perfekt, rede. Danke. Hoffentlich passiert mir das nicht auch jetzt gleich. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was da passieren wird jetzt genau. Ha? Das war gerade Peach. Hallo? Oder?
Da habe ich falsch gelesen. Nein, das hat schon gepasst. Und jetzt geht's schon los. Oh shit, ja, jetzt hat er wieder seine übliche Haltung eingenommen. Oh no. Warum wackelt das hier so? Guck dir mal die Luftballons da hinten an. Ja, die sehen richtig fröhlich aus. Ja, so. Kann ich schon etwas machen? Nee, das bekomme ich wahrscheinlich alles beigebracht noch. Da ist jetzt sicher was anderes drin. Ja. Aha, okay. Das war nur am Anfang so nett. Ja. Das ist ja jetzt auch noch nett, oder? Schau. Da ist ein Schleim am Boden, hast du das gesehen? Ja. Der kommt von dem Obstkorb raus. Ach, ja. Da ist so ein stinkender Fisch. Was, ein stinkender Fisch? Ja, siehst du den nicht? Was kommt? Das ist so richtig geil, das Spiel mal wieder in schicker Grafik zu sehen. Hast dich jetzt echt erschrocken? Ja. Das wird ein lustiger Stream, Leute. Aha, ja, ja. Das Waschbecken ist vielleicht ein bisschen hoch oben, Finn, ne? Ja. Schau mal, da hinten sind Goldbahn. Wo? Ja, da oben, aber wie komme ich da hin? Er kann nämlich noch nichts. Ja, das kommt erst, das kommt später, wir müssen jetzt aber mal... Aber da in das... Warte mal. Da ist doch einer aus dem reingelaufen. Ja, die laufen immer da rum. Okay. Aber ich glaube, wir müssen erst angelernt werden. Okay. Vielleicht müssen wir mal nach Peach gucken. Ja, jetzt kommt zuerst Professor Igitt. Oh, shit. Ja, das ist die Barriere. Okay. Das sieht aber hart so wie... Das Hotel war so schön. Ist noch immer schön, oder? Ja, bitte, für Halloween ist das ja perfekt, oder? Ja. Warte mal, er hat gesagt... Schlafen will ich aber nicht. Er hat gesagt, Peaches Zimmer ist Peaches Zimmer. Da nicht, da ist Marios Zimmer, ist so klagisch. Klagisch? Logisch, wollte ich sagen. Er hat gesagt, Peach... Da ist Peach. Peach, Mario und... Ja, das ist ja ihr Zeug. Peach. Tagebuch. Durchlesen, jetzt, wo die sonst sich bietet. Hast du dich jetzt schon wieder erschrocken? Ein bisschen. Auch zu dir hat die 15-fache Menge von uns. Aber ich kann noch nichts tun. Aber wo ist sie? Alter, dich schreckt bei jedem Scheiß. Schau mal ins Badezimmer. Warte mal, ich mach die Schublade auf. Pass auf, jetzt wirst du dich wieder schrecken. Nee. Nee? Das war so lame, das hat sogar dich nicht erschreckt. Ja. Zeig's dir. Nee, das geht nicht. Schau, da komm ich nicht rein. Ja, weil die Koffer vorher stehen. Ja, was soll ich denn tun? Ich kann ja noch nichts machen. Ich glaube, ich muss einfach so lange weitergehen, bis was passiert. Dann geh doch mal zu Mario. Hallo. Andere Richtung. Nee. Für Mario. Ja, ich weiß. Voll drauf geschissen. Ja. Ach doch. Das ist ein Sprint. Das ist süß. Das Hotel ist Gott sei Dank nicht groß. Ein Speichervorgang. Was ist denn da los? Ist da Wasser? Ne, ist Nebel. Seht euch Marion! Der zieht sich voll die Pizza rein und die Softdrinks. Würde ich nie machen ohne dich. Nie. Ja. Was steht da? 1983. Die Pizza ist schon ein bisschen abgelaufen, glaube ich. Oh, sieht fast aus. Münze. Die erste. Jetzt wird es gleich wieder rumgehen. Nee, da ist gar nichts drin. Da ist Peach abbekommen. Schaut so aus, ja. Die hat alles gestohlen. Aber normal kann ich da ja den Sauger aktivieren und dann so Vorhänge ansaugen und so. Aber das geht noch nicht, weil wir Professor Igitt noch nicht getroffen haben. Ich habe ja jetzt den Sauger noch nicht mal. Ja. Ich habe ja nur die Taschenlampe. Ja, aber vielleicht ist da noch was in deinem Koffer. Ah, warte, jetzt kommt's. Das hört sich nicht gut. Ja, der gehört mal zur Inspektion, der Lift. Okay. Das sagt uns dann wahrscheinlich, wo wir hin müssen. Maybe.
was gehört? Hast du das? Hast du da nee. Oh, da ist sie, die Schrulle. Jetzt ist sie ein bisschen blass geworden. Ums Näschen. Hallo! Hey, ah, unser am meisten geschätzter VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Genau. Mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung. Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Ja, das stimmt. Oh, wie er drin schaut. Ach, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand. Warum das wohl so ist? Ganz einfach. Es gibt da jemanden, der alles verehrt. Der inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel hierher einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Luigi. Dich. Ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderen. Hoffentlich bist du bereit. Oh nein. Oh. Oh mein Gott, wie soll ich die Stimme jetzt machen? Überraschung, Luigi. Ich bin es, König Buhu. Dieser alte Kauz hat mich ja in sein Labor eingesperrt. Das ist richtig stressig. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich habe mich an wie der Kasperl. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst. Aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nahe. War das jetzt sowieso immer der gleiche? Ja, oder? Das erkläre ich gerne. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Nee, nicht schon wieder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte kümmere dich um das hier. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfend, gib's zu. Ach, und das hier auch schon vorbereitet? Was? Ach, und das habe ich hier auch schon vorbereitet. Hab extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dein verschreckendes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Ich muss mir von deiner anderen Stimme überlegen, das Spiel ist. Hilfe, verdammt. Okay. Oh, shit. Ja, ein bisschen schneller kann er, oder? Es geht nicht schneller, Leute. Hä? Hat alle auch den Professor schon? Vielleicht. Ja, da ist er. Ja, vielleicht war das nur ein Traum. Gibt's ja nicht was. Okay, das Spiel ist vorbei, Leute. Das war's. War das wirklich mein Ende? Ich glaube, wir sind gerade. Ich glaube, wir sind gerade Game Over gegangen. Ja, oh, das war eine lange Runde. Ich habe mir gedacht, das gehört dazu. Ja, ich auch eigentlich. Das, ja. Ja, aber ich kann ja nicht mal sprinten. Okay. Ja. Ah, okay, er rennt so schnell. Rennen. Ja, die Reihe ausschätzen mal. Rennen! Ah, ja, lass die. Ja, und wo soll ich hin? Wir sind gerade wir sind gerade Game Over gegangen, Leute. Nein, und wir gehen oh, ja. Schon wieder. Nee, gehen wir nicht. Ich hab überlegt, ob er ins Bild will oder runterspringt. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Das war's, Leute, mit Luigi's. Nee, Scherz. Wer bekommt ihr nicht zu sehen? Aha. So sieht das in Wirklichkeit aus. Gefällt mir nachher sogar besser wie vorher.
kleines Tschöckchen. So, meine Freunde, das war der erste Part vom Stream und somit auch die Vorgeschichte und ein kleines bisschen Gameplay. Beim nächsten Mal seht ihr auf jeden Fall mehr und es gibt auch mehr Action. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und sage vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.